Also wir machen das bei der Friedrich-Ebert-Stiftung im Forum Berlin so, dass wir bei Veranstaltungen auch Agenturen beauftragen, die zusammenzufassen. Aber wir haben beim Videoeinsatz besonders das Problem mit dem Datenschutz. Also ich arbeite im Projekt Rechtsextremismus und da gibt es viele Menschen, die sich zum Beispiel nicht im Internet sehen lassen wollen und auch nicht gefilmt werden wollen. Und wenn wir Veranstaltungen zusammenfassen, dann gehört es eigentlich dazu, jeden, der die Veranstaltung vorher besucht, darüber zu informieren, dass hier gefilmt wird, und dann sind eigentlich die Bilder, die es dann in den YouTube-Kanal der FES schaffen, so Publikumsschwenks, wo 100 Leute zusammengefasst sind. Und unsere Erfahrung mit dem Videoeinsatz ist eher, dass sich dann eben Veranstaltungen, die den ganzen Tag dauern, in 3 bis 5 Minuten gut zusammenfassen lassen, aber nicht oft abgerufen, oder wir noch keinen guten Weg haben, die auch den Menschen, die die Veranstaltung besucht haben, zur Verfügung zu stellen.